Yes, hello, liebe Fischegeborene. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Schön, dass du hier vielleicht auch zum ersten Mal auf meinem Kanal Magical Skills bei Caro Tarot geführt wurdest. Wenn das so ist, dann gibt es hier mal mindestens eine wichtige Botschaft, die dich auch über mich erreichen soll. Ja, wie du siehst, habe ich hier auch schon die drei Kartendecks vorbereitet, mit denen ich hier heute legen möchte. Die Beschreibung der Karten als auch die Verlinkung zu den Verlegen findest du wie weitere Informationen in der Infobox. Ja, ich begrüße dich hier, liebe Fischegeborene, in deinem Sternzeichen Mond, Venus, aber auch Aszendent. Und du kannst selbstverständlich auch gut diese Legung sehen, wenn du als Crosswatcher auf einen Fischegeborenen oder Geborene siehst. Und da möchte ich nun ganz gerne auch mit euch zusammen eine Hauptenergiekarte springen lassen. Aber zunächst einmal werde ich jetzt hier das große Blatt ausbreiten und dann sehen wir uns gleich wieder. So, meine Lieben, wie ihr seht, habe ich jetzt hier schon das große Blatt ausgebreitet. Jetzt möchte ich auch gerne mit euch zusammen hier noch eine Energiekarte springen lassen, um einfach zu schauen, was begleitet euch durch den November, um welche Energie geht es hier. Und wir haben Believe in the Impossible und es geht um die Blue Moon Phase. Okay, also lieber Fisch, es ist so, dass im November für dich der Vollmond hier definitiv auch eine sehr wichtige Rolle spielen wird. Und vor allem auch dieser Satz, dass du eben auch an das Mögliche in deinem Leben glauben solltest, ja. Glaube daran, dass alles möglich ist in deinem Leben. Möglicherweise ist die Farbe Blau für dich auch irgendwie ausschlaggebend. Interessanterweise hatten wir diese Farbe auch in der Wochenschau, die ich jetzt für den Sonntag Ende Oktober hochgeladen habe. Die Farbe Blau steht übrigens für den Sanftmut, für das Vertrauen. Aber sie bringt ja auch Klarheit. Also vielleicht kannst du dich ja mit dieser Farbe im November umgeben oder diese vielleicht auch tragen als Kleidung. Schau dir unbedingt mal die Wochenschau an. Und in dem Thumbnail, also in dem Bild für dieses Video, sind zwei Gänse abgebildet. So empfindest du das auf jeden Fall. Ja, liebe Fischegeborene, es geht scheinbar für dich im November hier um irgendwelche Konflikte, die vielleicht kleiner oder auch größeren Ausmaßes sind. Und diese Konflikte hier können eben hier auch etwas mit deinen Fähigkeiten zu tun haben. Vielleicht wirst du hier im November sehr stark auf dich selbst zurückgeworfen und eben auch auf das, was du kannst oder was du vielleicht dir auch noch an Fähigkeiten neu aneignen solltest. Des Weiteren nehme ich hier auch wahr, liebe Fische, dass es vielleicht für euch gut ist, im November mal einen Großputz zu machen, warum auch immer. Es kann sich aber auch auf diese, das ist so eine Reinigungsenergie, die ich hier bei euch so wahrnehme, weil mit Blau auch mit der Klarheit, vielleicht könntest du mal deinen Speicher ausrümpeln oder ausmisten oder vielleicht auch deinen Keller. Also es geht hier scheinbar um irgendwelche stagnierenden Energien, die du im materiellen Sinne auch um dich herum hast. Und da könntest du die sozusagen aus deinem Haus oder aus deiner Wohnung herausfegen. Gut, jetzt kommen wir mal zu dem großen Blatt. Und zwar haben wir hier von den Eckkarten hier wirklich ganz, ganz tolle Karten für dich, liebe Fische. Und interessanterweise, Entschuldigung, haben wir auch die männliche Hauptperson hier im Haus des Mannes. Und scheinbar, egal ob du jetzt hier als Frau oder als Mann zusiehst, hast du hier ein Gegenüber, also ein Mensch, mit dem du entweder in einer Partnerschaft, in einer Ehe bist oder aber vielleicht auch ein Herzensmensch, auf den du hier mit einer sehr, sehr großen Liebe auch schaust, ja. Und das gilt aber auch für all diejenigen, die jetzt hier auf einen Herzensmensch schauen, mit dem sie keinen Kontakt haben. Denn das könnte auch so ein bisschen hier eure Story sein, dass es im November jetzt darum geht, dass hier wieder jemand auf dich zukommen wird mit Nachrichten, mit einem wichtigen Anruf, der vielleicht auch sehr, sehr spontan erfolgen wird. Und ich sehe das vor allem eben bis zur zweiten Novemberwoche. Und dein Gegenüber kann hier
ein Erdzeichen sein, also Jungfrau, Stier, Steinbock oder eben vielleicht auch ein Zwilling, Wassermann, Waagemensch. Aber macht euch bitte nicht zu sehr an den Sternzeichen fest. Das sind nur Anhaltspunkte und nur weil dein Gegenüber nicht vielleicht in diesen Sternzeichen geboren ist, heißt das jetzt nicht, dass diese Legung dich nicht betrifft. Ich sehe, dass dieser Mensch, mit dem du es hier zu tun hast, sehr rational im November sein wird. Hier schaut jemand mit seinem Verstand auf das Thema Liebe. Und das ist immer schwierig, manchmal sogar wirklich richtig gefährlich, im Sinne von, ich bin der Meinung, dass man Liebe nicht denken kann. Und es kann hier auch echt gut sein, dass du hier auf einen Ex von dir schaust oder eben auf jemand, von dem du dich gerade gelöst oder getrennt hast, weil auch hier ist eben auch die Energie der König der Schwerter, die, dass es hier eben jemand ist, der sich auch ein bisschen distanziert hat von dir, der sich sehr kühl und sehr distanziert dir gegenüber zeigt. Ich nehme nämlich auch wahr, dass dieser Mensch hier gerade in sehr starken Transformationsprozessen steckt. Und scheinbar bist auch du hier mit involviert. Also vielleicht warst du der Auslöser dafür, dass dieser Mensch gerade sehr stark transformiert oder eben auch zumindest mal ein Impulsgeber dafür. Und ich sehe, dass ich hier auf jeden Fall etwas positiv in Sachen Liebe, entschuldigt bitte, für euch, liebe Fische im November, hier entwickeln wird. Denn der Reiter schaut hier in die Acht der Stäbe rein. Das heißt, hier kommen sehr schnelle Nachrichten, die plötzlich geschehen. Und hier kann es tatsächlich auch um Fortbewegung gehen, um eine, vielleicht auch um eine Reise. Vielleicht kriegst du hier auch eine Einladung für einen Wochenendtrip oder für irgendetwas, was du dir vielleicht auch gewünscht hast. Oder vielleicht hat dir auch jemand was geschenkt und dieses, vielleicht war das ein Gutschein für ein Erlebnis oder so. Und dieses Erlebnis, das werdet ihr zusammen im November sozusagen timen, terminieren, wie auch immer. Und das hat hier wirklich auch scheinbar irgendwas mit einer Wunscherfüllung von dir zu tun. Und für diejenigen, die jetzt hier auf einen Partner oder auf einen Herzensmensch schauen, der wirklich weiter von ihnen distanziert ist, nehme ich hier wahr, dass sich dieser Mensch dir jetzt auch wieder annähern wird. Man hatte zwar hier sehr große Zweifel bezüglich eurer zwischenmenschlichen Verbindung, aber diese Zweifel verschwinden jetzt. Man ist hier zwar noch sehr vorsichtig, wie man sich dir hier nähern wird. Also auch hier passt wieder der Videotitel eigentlich, den ich auch schon, glaube ich, ein oder zweimal bei den Fische hatte, dass irgendjemand Angst hat, sich so ein bisschen dir zu nähern, weil dieser Mensch weiß einfach nicht, wie du reagieren wirst. Aber man ist halt hier sehr vorsichtig, weil man halt Angst davor hat, hier halt wieder in den Fettnäpfchen reinzutreten oder dir halt irgendwie zu nahe zu treten und dass du das Ganze eben hier auch missverstehst. Es geht sehr stark im Thema, im November um das Thema Liebe. Und du hast hier wirklich sehr, sehr schöne Karten liegen, liebe Fischegeborene, auch wenn wir jetzt hier sehr zentral noch den Turm, den Tod, als auch das Schicksalskreuz liegen haben. Ich sehe das wirklich so, dass dieser Turmmoment hier bei dir schon eine sehr, sehr lange Zeit zurückliegt, ja. Also ihr euch vielleicht schon vor ein paar Monaten getrennt habt oder zumindest mal vor ein paar Wochen. Und wenn es hier gar nicht für dich wirklich um eine zwischenmenschliche Beendigung geht, dann sehe ich hier, dass du irgendetwas in deinem Arbeitsbereich oder auch, falls du gar nicht mehr im Arbeitsleben stehst, aus welchen Gründen auch immer, du hier irgendein Hobby niedergelegt hast. Und zwar hat hier irgendetwas nicht mehr zu dir gepasst. Auch du hast nämlich hier sehr stark transformiert und das wird dir auch im November hier in irgendeiner Art und Weise nochmal bewusst. Du wirst im November, ich sehe das auch vornehmlich für die zweite Novemberwoche hier sehr stark nochmal mit irgendwas aus deiner Vergangenheit konfrontiert, was vielleicht exakt ein Jahr her ist. Also schau mal bitte, was bei dir so Ende Oktober, Anfang November los war, letztes Jahr und schau mal bitte, wo du jetzt stehst. Weil ich sehe das nämlich so, dass wenn du jetzt angenommen, egal ob du jetzt in Beziehung bist oder Single, dass du im Grunde ein Mensch bist, der sich auf jeden Fall Stabilitäten und ein festes Fundament auch schon aufgebaut hat.
Es dürfte dir auch finanziell jetzt nicht sehr schlecht gehen. Vielleicht könnte es auch etwas besser sein, aber letztlich sehe ich hier mit 10 der Münzen eigentlich mehr geht gar nicht, ja. Aber ich weiß natürlich, dass das eine Kollektivlegung ist und das auch nicht für jeden zutreffen kann. Und insofern bin ich da ein bisschen vorsichtig mit dieser Aussage. Vor allem nehme ich auch wahr, dass für dich auch in der Vergangenheit vielleicht der Geldfluss oder auch das Materielle wirklich gar nicht mal so gut dastand und du dich auch hier durchgearbeitet hast. Ja, du hattest vielleicht irgendwann mal in den letzten Wochen das Gefühl gehabt, du stehst vor einem Riesenberg Herausforderungen oder Problemen, wo du einfach dachtest, ich schaffe es einfach nicht, das zu lösen. Ich nehme das auch so wahr, dass sich vielleicht manche Fischegeborene sogar wirklich gewünscht haben, nicht mehr hier sein zu müssen. Also ich sage das jetzt ganz knallhart, so wie ich das hier liegen sehe. Und dass es hier auch mal einen Moment gab, wo man sehr, sehr traurig war, wo man sehr hoffnungslos auch war. Aber das verändert sich jetzt, ja. Also spätestens ab der 2. Novemberwoche kommt hier wirklich eine sehr, sehr schöne Nachricht für dich rein. Das kann auch ein Anruf sein, ein Angebot auch von deinem Arbeitgeber oder aus deinem Freundeskreis. Hier ist jemand sehr mit dem Herzen bei dir und möchte dir auch irgendetwas Gutes tun. Auch vielleicht hat dieser Mensch oder dieser Umstand, der sich dir hier nähern wird, auch etwas mit deiner Wunscherfüllung zu tun, ja? Vielleicht hast du dir auch genau vor einem Jahr gewünscht, endlich mal wieder glücklich zu sein oder endlich ein Leben in Fülle leben zu können, ja? Jedenfalls, es ist alles sehr, sehr schicksalshaft für dich geführt. Das ist natürlich für uns alle grundsätzlich auch der Fall. Allerdings in manchen Kartenbildern zeigt sich das eben auch vermehrt, ja. Also durch Judgment und durch das Schicksalskreuz sind es eben so Karten, die mir sehr stark den Impuls geben, dass du ja, hier wirklich auf dem richtigen Weg für dich bist, ja. Auch wenn du manchmal, wie gesagt, das Gefühl haben könntest, dass dir das alles zu viel ist, dass du diesen Herausforderungen vielleicht auch teilweise gar nicht gewachsen bist, das ist hier definitiv nicht der Fall, ja. Ja, des Weiteren sehe ich hier sehr viele schöne Treffen im November. Vielleicht planst du aber auch im November Sachen schon für den Dezember, weil einige Besuche, Treffen und so, die finden jetzt nicht wirklich im November statt. Aber ich sehe halt, dass du hier in der Planung bist, weil hier ist einfach noch nicht so der richtige Zeitpunkt dafür da. Dann, wenn du jetzt hier noch im Arbeitsleben stehst, sehe ich, dass es hier eine Person gibt. Also ich will jetzt nicht sagen, dass du gemobbt wirst, aber es könnte hier schon sein, dass es hier eine Kollegin oder einen Kollege für dich gibt, der dir das Leben nicht gerade sehr leicht macht, ja. Und auch das kann sein, dass das jemand Jüngeres ist, der vielleicht auch ein Luftzeichen ist, also Zwillinge, Wassermann, Waage. Und falls dir das sowieso total wurscht ist, was dieser Mensch für ein Sternzeichen ist, ja, dann ist es auf jeden Fall jemand, der ziemlich aggressiv dir gegenüber und auch sehr impulsiv dir gegenüber reagiert, der dich vielleicht auch immer mal wieder irgendwie so in die Schranken weist, dich da zurechtrüffelt, ja, oder dir einfach in einer total unangemessenen Art und Weise sagt, wenn du irgendwas falsch gemacht hast, ja, und von diesem Mensch kriegst du niemals gesagt, dass du etwas richtig gemacht hast. Ja, da brauchst du auch nicht drauf warten, der Tag X wird nie kommen. Also versuch einfach diese Person so gut, wie es nur irgendwie für dich geht, hier zu ignorieren und einfach dieser Person so wenig wie möglich Energie zukommen zu lassen, ja. Das ist auch gut möglich, dass das hier gar nichts mit deiner Arbeit zu tun hat, sondern dass du hier tatsächlich auch auf eine behördliche Situation blickst. Ich hoffe es natürlich nicht für die meisten, weil wenn, dann hast du es hier mit einem Sachbearbeiter zu tun oder mit einer Person, die halt absolut unempathisch ist, die überhaupt kein Verständnis für deine Situation hat. Es ist ja auch hier gut möglich, dass es hier auch ein Mutterthema ist, also dass du hier vielleicht auch mit deiner Mutter schon sehr lange in Streitigkeiten bist oder hier einfach kein normales Gespräch zustande kommt, obwohl du ja sehr eng mit dieser Person auch natürlich verbunden bist, beziehungsweise das ja auch die gleiche Blutlinie ist. Das ist zwar jetzt auch nicht für alle, das ist sehr speziell, diese Botschaft, aber es wird für die ein oder andere Person schon hier so zutreffen.
Ja, dann sehe ich, liebe Fischegeborene, dass du dich im November auch mal mit deinen Künsten auseinandersetzen darfst, mit deinen Leidenschaften, die du für irgendetwas hegst. Vielleicht kannst du auch irgendwas sehr gut. Ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel, was mir gerade so einfällt. Angenommen, du strickst unfassbar gut, dann könntest du dich hier im November auch mal ein bisschen mit diesem Thema auseinandersetzen. Was tust du gerne? Was kannst du vielleicht in deinem Leben noch mehr fördern? Auch hier nochmal das Thema mit deinen Fähigkeiten, mit deinen Skills. Also verlass dich auch auf und vertraue auch auf dich selbst. Vertraue darauf, dass du immer in der Lage bist, dein Leben zu meistern. Wir kriegen vom Leben immer das hingeschmissen, was wir auch in der Lage sind, meistern zu können. Auch wenn wir manchmal das Gefühl haben, das ist too much, ja. Aber denk hier an den Satz, believe in the impossible. Also glaube an das Unmögliche oder an das Mögliche auch, ja. Dann sehe ich auch hier, dass in Sachen Liebe, falls du jetzt wirklich hier auf einen Mensch schaust, der vielleicht sehr weit von dir weglebt, weil ihr vielleicht eine Fernbeziehung führt oder diese Person vielleicht auch momentan emotional sich dir gegenüber ein bisschen distanziert hat, sehe ich hier, dass es euch beiden helfen könnte, wenn ihr euch mal in der Öffentlichkeit aussprecht miteinander. Das bedeutet, dass ihr eben euch nicht dort trefft, wo ihr sonst immer miteinander seid, sondern nutzt hier irgendeinen einen öffentlichen Place oder irgendeine Einrichtung oder vielleicht auch ein Restaurant. Irgendwie weiß ich gerade nicht, wie ich es richtig sagen soll, wo ihr sonst nicht seid. Also eine neue Umgebung, weil diese neue Umgebung fördert nämlich hier dieses Gespräch und kann euch eben auch dazu beitragen, dass ihr euch hier eben auch wieder näher kommt. Ja, ich sehe nämlich, dass es hier ganz gut für euch beide wäre, wenn ihr euch mal miteinander aussprechen würdet, wenn hier jeder dem anderen mal sagt, wie er zu dem anderen steht oder wie er für den anderen fühlt. Oder vielleicht auch hier das eine oder andere Problem, was hier vielleicht noch gar nicht auf den Tisch gekommen ist, vielleicht auch hier einfach mal mit eurem Gegenüber darüber sprecht. Ja, ich sehe hier auch noch, dass du an irgendeinem Projekt sehr, sehr fleißig arbeiten wirst, so ab der 3., 4. Novemberwoche. Es kann auch sogar ein bisschen sein, dass du vielleicht sogar schon Sorgen wegen irgendetwas hast, dass du damit nicht rechtzeitig fertig wirst, dass du hier so ein bisschen wie so einen zeitlichen Druck oder Stress hier bekommen könntest. Und da solltest du dich aber nicht allzu sehr verrückt machen, sondern wisse, dass immer alles zur rechten Zeit geschieht und dass du diese Sache auch zum richtigen Moment hier fertig bekommen wirst. Ja, diese Treffen, Besuche und vielleicht sind es auch für Single-Fische, sind es hier auch ganz klar Dates, ja. Also, dass du dich eben auch in einer neuen Dating-Phase mit jemandem befindest. Das wird hier sehr, sehr erfüllend auch für dich sein. Also, hier wird mindestens eine Person dabei sein, die eben auch hier mit dir auf Augenhöhe unterwegs ist und die dich auch emotional da abholt, wo du gerade stehst. Also, für Single-Fische könnte es wirklich auch zwei Personen hier betreffen, die hier ein starkes Interesse an dir haben. Und einer der beiden wird auf jeden Fall hier auch, ich sag mal, das Glück haben, dich hier auch näher kennenlernen zu können. Ja? Hier ist noch eine kleine Botschaft hinsichtlich deiner Gefühle und deiner Emotionen hier einer bestimmten Person gegenüber. Da bist du dir nicht ganz sicher, denn wir haben hier den Teufel, der ja auch immer so für Verführungskünste steht und auch dafür steht, hier vielleicht ein bisschen manipulativ unterwegs zu sein. Aber interessanterweise siehst du das auch sofort. Ja, du weißt, dass du dass dich hier jemand versucht, in seine Richtung zu manipulieren. Das weißt du, weil du eben auch deine Skills nutzt, ja. Du kennst deine Fähigkeiten oder du solltest dir diese vielleicht auch noch mal explizit bewusst machen im November. Und für manche Fische kriege ich hier auch so rein, dass du vielleicht auch einfach, dass es eins deiner Talente ist, auch so eine Streitschlichter. So ein Streitschlichter zu sein als Mensch, ja, dass du vielleicht gut Konfliktpotenziale in zwischenmenschlichen Beziehungen erkennen kannst. Ich hoffe auch in deinen.
Und dass du auch in der Lage bist, mit Tipps und Tricks und Fähigkeiten anderen dabei zu helfen, aus diesen Konflikten herauszukommen, ja. Und du kennst hier auch diese Situation, dass dich hier auch jemand manipuliert. Und daraus hast du eben unbedingt auch aus deiner Vergangenheit gelernt. Und deswegen bist du vielleicht auch hier ziemlich vorsichtig oder zweifelst auch daran, ob diese Botschaft, diese Nachricht, dieser Anruf, die du hier von einer Person, die in Sachen Liebe auf dich blickt, ob du das auch wirklich so annehmen sollst oder nicht, ja. Aber auch hier, liebe Fische, verlass dich hier auf deine Fähigkeiten. Du wirst schon genau intuitiv hören oder wissen, ob das der oder die Richtige für dich ist oder ob das vielleicht wirklich jemand ist, wo du sagst, hey, der ist hochgradig toxisch, ich lasse hier mal lieber die Finger weg, ja. Das wird für einige tatsächlich auch leider der Fall sein. Aber wenn das der Fall ist und du dich hier wirklich auch in einer Datingphase befindest, dann ist es so, dass es hier ja auch noch eine andere Person gibt, die hier vielleicht dann eher für dich in Frage kommt, ja. Also geh hier nicht wieder in die Hoffnungslosigkeit, sondern freu dich hier auch darauf, was hier eben auch vor dir liegt, ja? Gut. Es kann ja auch sein, dass du vielleicht mal 2, 3, 4 Tage im November, dass es dir da ein bisschen nicht so gut gehen könnte, also dass du wie so ein bisschen schwächelst, ne? Dass du hier irgendwie das Gefühl hast, du bist ständig müde oder nicht wirklich richtig fit. Und hier sagen dir die Karten, geh auch unbedingt, wenn es dir irgendwie möglich ist, viel raus in die Natur, in den Wald direkt tatsächlich, ne? Vielleicht sagt dir das Wort Waldbaden etwas. Also das kann dir hier auf jeden Fall sehr zuträglich sein für deine psychische, aber auch für deine physische Gesundheit wird es hier sehr, sehr relevant sein. Und dann vielleicht ist es auch so, dass du in der Natur deinen Kopf eben einfach freikriegst, ja? Zumindest mal ist die Tendenz der Karten hier in diese Richtung. Also, liebe Fischegeborene, glaubt an das Unmögliche und glaubt daran, dass alles im Leben möglich ist, wenn du die richtige Intention setzt und mit Liebe auf etwas blickst oder deine Intention die Liebe ist, dann wirst du niemals scheitern. Und wenn du scheiterst, dann war das gut so. Dann hätte dieser Mensch dir nicht diese Liebe geben können oder du hast es vielleicht wirklich schon gesehen, dass es hier manipulativ ist, ja. Und dann nimm hier auch gerne wieder Abstand und fokussiere dich wieder auf deine Fähigkeiten, darauf, dass du, wie du dich eben vielleicht auch in der Öffentlichkeit präsentierst und glaube an die Liebe, denn auch diese wird wieder in dein Leben hier geführt werden. Und wenn du in einer Ehe oder in einer Partnerschaft bist, dann wie gesagt, trefft euch doch mal oder geht mal zusammen an irgendeinen Ort, wo ihr vielleicht noch nie wart. Und wenn das über so ein Wellness-Wochenende ist oder so, was ihr miteinander verbringt, damit ihr einfach mal aus den eigenen vier Wänden rauskommt und ihr werdet sehen, dadurch entsteht schon mal eine ganz andere Energie zwischen euch. Und so kann man auch Dinge in der Zukunft einfach auch besser miteinander besprechen. Ja? Okay, liebe Fische, dann dürft ihr euch ja hier auf einen wirklich sehr, sehr liebesintensiven November freuen. Ich wünsche euch alles, alles Liebe. Falls du meinen Kanal immer noch nicht kostenlos abonniert hast, kannst du dies hier in der Mitte unter anderem tun. Ansonsten hab jetzt eine gute Zeit. Pass gut auf dich auf. Namaste.